Hallo alle und ein herzliches Willkommen zum Civ 6 Multiplayer. Und wenn ihr mal mitspielen wollt, dann gerne auf den Discord-Server kommen, denn wir werden in unregelmäßigen Abständen immer mal so wieder solche Civ 6 Multiplayer-Events mit der Community veranstalten. Und hier seht ihr auf jeden Fall eine Zusammenfassung der Civ 6-Partie in mehreren Teilen. Die anderen Teile sind entsprechend mit verlinkt und es gibt auch am Ende gesamtes Video und dieses ist dann auch entsprechend mit verlinkt. Aber zunächst einmal würde ich sagen, starten wir mal mit dem Intro. So, ich bin dann an der Stelle mal die Stimme aus dem Off und kommentiere das Ganze einmal nach. Das heißt, ihr seht jetzt das Gameplay von sechsfacher Geschwindigkeit und wir haben erstmal eine Stadt gegründet. Sparta. Wir sind Griechenland, Sparta, und wir haben ein relativ ertragreiches Land. Wir haben einen Fluss, wir haben sehr viel Nahrung, was wir da sehen können, drei Nahrung, und wir haben auch die Möglichkeit, auf zwei Nahrung, zwei Industrie zum Beispiel zu gehen. Also haben wir da schon sehr gute Bedingungen auf jeden Fall. Ja, meinen Krieger, den schicke ich erstmal um meine Hauptstadt rum, dass der erstmal erkundet. Ich habe als erstes einen Speer gebaut und bin auf sehr, sehr viel Wachstum am Anfang auf jeden Fall gegangen. Da sehen wir, ich habe ein Dorf erobert, beziehungsweise gesehen, und ein Barbarendorf. Bin da erstmal rangegangen mit einem Angriff, habe mich dann allerdings nochmal zurückgezogen, weil da auch nochmal ein Speer gewesen ist. Deswegen erst einmal nochmal zurückgezogen. Mein Speer selber, den habe ich dann nochmal irgendwie losgeschickt und der hat dann auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr erkundet, sodass auch der Speer entsprechend vernünftig unterwegs gewesen ist. Ja, auf jeden Fall haben wir auch schon Stadtstaaten gesehen. Das heißt, wir haben erst einen ersten Kontakt zu Stadtstaaten gefunden bzw. hergestellt. Und ich bin dann sehr, sehr straight erstmal auf einen Siedler gegangen. Der Siedler hier gerade zu sehen, haben wir jetzt dann erstmal nach oben geschickt. In der Zwischenzeit war dann auch entsprechend das Barbarencamp durch die Sozialpolitik auch geklärt. Also konnte man das auch sehr, sehr gut machen. Das heißt, meinen ersten Siedler habe ich dann mit dem Krieger zusammen durch die Gegend geschickt. Und somit war das alles erstmal okay gewesen. Ja, mit meinem Speer bin ich auf einen anderen Barbarenspeer getroffen. Ist allerdings erstmal noch kein Problem, weil der Barbarenspeer noch keine großartigen Probleme gemacht hat, weil er auch meine Hauptstadt nicht gesehen hatte und ich aufgrund der Boni durch die Sozialpolitik auch gegen den Speer sehr gut angekommen bin. Ja, ansonsten haben wir jetzt hier gleich die nächste Stadt auf jeden Fall, die wir gleich gründen möchten. Wir haben uns auch überall markiert, wo wir entsprechend irgendwie was hinsetzen wollen. Und wir sehen, der Dschungel brennt. Scheiße. Das erste Mal, dass der Dschungel gebrannt hat, wusste ich auch nicht mit umzugehen. Hat erstmal so ein bisschen für Verwirrung auf jeden Fall gesorgt. Und auch sagen wir es mal so, ich wusste nicht, ob der wieder, wieder kommt, der Dschungel. Aber ja, der Dschungel kommt dann entsprechend wieder. Aber erstmal ist der gesamte Dschungel einmal abgebrannt, muss man sagen. Also von dem her schon recht krass. Ja gut, auf jeden Fall seht ihr da, wie es brennt und ich schicke da noch einen Speer durch. Das war natürlich auch nicht so intelligent, beziehungsweise ich wollte mal gucken, ob der Speer das dann auch entsprechend überlebt. Hat er gemacht, also ich habe ihn dann wieder rausgezogen und dann hat der Speer noch gerade so noch überlebt. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt auch schon unsere dritte Stadt mittlerweile. Olympia ist da auf jeden Fall sehr, sehr umzingelt von Bergland, sodass sich Olympia da sehr, sehr gut geeignet hat für einen, für einen Campus und auch für ein Glaubenszentrum. Aber auch bei der zweiten Stadt oben, bei Athen, haben wir auch da die Möglichkeit gehabt, gut was mit Produktion zu machen. Und wir sehen hier bei unserem Speer sehen wir, dass wir da sehr viel Freiland haben. Also wir sind sehr, sehr lange auf niemanden getroffen. Und sind jetzt auch schon in der Lage, durch die Sozialpolitik ein erstes Parthenon auszuwählen. Das habe ich zeitlich allerdings nicht ganz geschafft, sodass wir das gleich in der nächsten Runde nochmal machen müssen, glaube ich. Weil ich mich da nicht genau festlegen konnte. Genau so ist es nämlich. Und dementsprechend musste ich mir da nochmal genau das Ganze nochmal angucken, wie das da jetzt alles genau funktioniert. Ja, na gut, sind wir jetzt immer noch bei drei Städten.
Und ich bin da am Anfang sehr, sehr auf Wachstum auf jeden Fall immer noch gegangen und dann schon wieder ein Siedler im Bau. Ja, genau, ein weiterer Siedler ist auch im Bau. Und die restlichen Städte haben Bautrupps gebaut, um meine Hauptstadt noch weiter zu verbessern, zu verarbeiten und so weiter. Und ja, bin auch sehr viel auf Heurekas gegangen und das heißt immer nur dann Forschungen genommen oder immer die Forschung genommen, wo ich weniger Runden gebraucht habe, auch um die entsprechenden Heurekas halt natürlich auszubilden und so weiter und so fort. Naja gut, und auf jeden Fall sehen wir da auch jetzt gerade nochmal einen kleinen Barbarenkampf. Wir sehen ganz, ganz viele Krieger von Vilnius. Und wir sehen auch, dass wir mit Griechenland halt natürlich mit dieser Spezialfertigkeit, auch mit den großen Persönlichkeiten da sehr, sehr gut unterwegs sind. Also Griechenland, was das angeht, eine sehr, sehr gute Zivilisation, sehr kulturell bedingt. Und auch mit dieser Bonuskarte, die man da noch hat, auf große Persönlichkeiten kann man da sehr, sehr viel auf jeden Fall mit anfangen. Ja, zwischendurch bin ich auch schon mal einer weiteren Zivilisation begegnet, die ihr da in dem Infoscreen auf jeden Fall schon seht, nämlich der Schwedin. Und ja, wenn man sich einfach mal die Werte anschaut, dann sind wir da erstmal noch relativ gleich. Die Schwedin ist sogar in manchen Punkten sogar tatsächlich etwas besser, aber auch das wird sich entsprechend noch anhand der Zeit dann auch noch verändern, auf jeden Fall, muss man so sagen. Oder innerhalb der Zeit. Ja, ansonsten, wo sind wir da? Wir haben immer noch drei Städte, das heißt noch nichts weiteres. Haben, glaube ich, allerdings schon die nächsten Siedler mittlerweile, glaube ich, auch schon unterwegs. Und ich handle hier so ein bisschen mit der lieben Christina. Christina heißt sie, genau, mit K. Christina von Schweden. Und habe da auch schon die nächste Stadt gegründet, nämlich Rhodos. Und Rhodos, sagen wir es mal so, hat sich dann im späteren Spielverlauf so herausgestellt, dass sie zwar super, super viel Produktion hat, allerdings dadurch, dass die Stadt dann in der Wüste gesiedelt war, auch wenig Bevölkerungswachstum, hätte man halt später erst hochkriegen können, dann mit entsprechenden Erweiterungen der Stadtgrenzen bzw. des Stadtkerns an sich, wodurch man nochmal ein bisschen mehr Nahrung bekommen hat, aber nun gut. Es ist, wie es ist, und da haben wir auch schon den ersten Gouverneur, beziehungsweise den zweiten sogar schon tatsächlich. Da ging es dann Schlag auf Schlag, so mit zwei Städte auch entsprechend schon mit einem Gouverneur ausgestattet, auf jeden Fall. So, unsere Bautrupps haben natürlich auch einiges gebaut. Einen Campus haben wir sogar schon. Den ersten Campus, also bisher alles noch sehr, sehr gut gelaufen. Und von dem her sieht das hier alles schon mal sehr, sehr schön aus. Haben jetzt leider immer noch keinen richtigen Vergleich, auch mit anderen und so weiter. Das heißt, ich bin da einfach so straight durchgegangen und habe hier so ein bisschen auf Kultur, Forschung und so weiter halt in die Richtung gespielt. Auch noch ein bisschen Glauben, damit man halt auf jeden Fall die Möglichkeit hat. Und wir sehen da auch schon, habe auch schon mal hier die großen Persönlichkeiten mir mal angeschaut. Und ja, die großen Persönlichkeiten halt natürlich auch entsprechend sehr gut dabei gewesen dann, dass man auch relativ schnell auch einen großen Propheten für die Religion halt natürlich ranbekommt. Das war auf jeden Fall auch nochmal eine sehr wichtige Entscheidung, gerade für das Early Game auf jeden Fall. Okay, gucken wir uns das nochmal ein bisschen weiter an. Das heißt, wir bauen weiter mit unseren Bautrupps, bauen wir das Ganze weiter aus und unsere Speer erkunden und erkunden und erkunden. Und da sind wir auf jeden Fall immer noch gut mit dabei, was das angeht. So, dann schauen wir mal. Wir haben jetzt einmal. Ja, wir haben auch auf jeden Fall auch zu den Stadtstaaten haben wir auch sehr gute Verhältnisse teilweise dann gepflegt. Also sprich halt immer die Boni halt natürlich entsprechend mitgenommen. Und so langsam, auch wenn man sich mal Christina so ein bisschen anschaut, so langsam komme ich auf jeden Fall in Sphären, wo das bei mir auf jeden Fall besser läuft. Ein weiterer Siedler ist entweder unterwegs oder gerade im Bau, das weiß ich jetzt nicht. Ah, ist im Bau, gerade in der Hauptstadt. Und der müsste dann auch gleich auf jeden Fall einmal losgeschickt werden, sodass wir schon relativ zeitig tatsächlich mit vier oder fünf Städten halt natürlich unterwegs gewesen sind. Und wir sind immer noch tatsächlich nach einer Stunde immer noch vor Christi. Und das heißt, wir haben da jetzt
circa fast eine Stunde jetzt im Grunde genommen fast schon gespielt und sind immer noch vor Christi. Und wir haben einen großen Propheten tatsächlich auch schon bekommen. Da war allerdings das Problem, ich hatte noch keinen Glaubensbezirk. Also war das halt natürlich irgendwie ein bisschen kacke. Aber es gibt ja auch nur 5 große Propheten, glaube ich. Je nachdem, wie man das halt natürlich entsprechend einstellt. Also haben wir von dem Rest noch niemanden gesehen. Und da haben wir tatsächlich Schäfi das erste Mal gesehen. Der spielt Kanada. Und wenn wir uns Schäfi einfach mal anschauen, dann sind wir tatsächlich gar nicht so schlecht mit dabei. Schäfi wirklich, was das angeht, ein sehr, sehr guter Spieler, der auch teilweise auf Gottheit spielt. Wir sind von den Punkten her, also wenn man sich einfach nur wirklich mal die Punkte anschaut, sind wir gut mit dabei. Also da fehlen gerade mal 10 Punkte, bin ich zufrieden. Forschungstechnisch sogar besser, also sehr, sehr gut. Glaubenstechnisch natürlich leider nicht so, aber wir sind auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Wege. Ja, an der Stelle war es das von dem Commentary. In der Beschreibung sind dann die restlichen Commentaries mit verlinkt. Ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben. Schaut bei den anderen Commentaries vorbei. Und wenn ihr das Ganze in Echtzeit sehen wollt, dann guckt auch da in die Beschreibung. Danke fürs Einschalten. Bis demnächst. Ciao.